Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind immer noch im Küstenwachturm und zwar zur vierten Folge, glaube ich sogar. Also ich hoffe, dass das die letzte ist, weil ganz ehrlich, wenn es nicht die letzte ist, dann habe ich keinen Bock mehr hierauf. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt endlich auf dem richtigen Weg sind. Wir werden es hoffentlich bald sehen. Wir probieren es einfach weiter aus. Da geht's runter. Ist das lästig? Boah. Ja, geil. Weiter. Ja. Ja. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffe sprechen. Erwischt! Noch mehr von den Typis. Also hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir hier durch. Sehen vergehen. Schön brav, meine Lieben. Das war's dann wohl. Da müssen wir nicht da drüben hin? Och Mann. So lästig. Und jetzt runter. Oh, oder raus. Yep, da wären wir also. Nein, nicht schon wieder! Wow. Sieht nach ordentlich Ärger aus, Leute. Ganz kaum erwarten. Na los, heißt ihm so richtig ein. Ganz kaum erwarten. Bringt ihn in die Ecke. Oh, geil. Ey, da, ernsthaft? Auf geht's! Ignis sieht nicht besonders gut aus. Alter! Super Trank für Ignis? Diesen Schwertschwinger kümmere ich mich. Nichts Unüberlegtes. Alter. Der ist abnormal. Das ist wirklich abnormal. Geschenk für dich. Weiter geht's. Das ist ein Labyrinth, man hat kein Biss mehr. Also dann. Komm schon. Arian. Ja.
Alter. Meisterhaft, Gladio. Aha, ist das so, Gladio, der Held. Vorwärts. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich hier durch. Zeigt kein Erbarmen, Leute. Alles wie gehabt. Was? Das geht so weit. Ich war ein Ausrutscher. Da. Komm schon, weg mit den Viechern. Alter, das ist einfach too much hier drin. Einfach zu viel. Ich seh nix. Ich sterb gleich wieder. So bin ich halt. Und jetzt? Hier. Rauf, runter, keine Ahnung. Runter wieder. Och, ich hab nicht mehr Nerven dafür. Ja, wo jetzt? Nochmal runter? Ah, naja. Ob es mehrere Wege gibt? Ja, gibt's. Na super. Aber ich würde jetzt einfach hier durchgehen. Ach, jetzt geht's hier nach vorne, okay. Los geht's. Jo, ja. Ignis, vorsichtig. Positiv. Na los, alles weg hier. Alter, ich hab doch versucht zu blocken. Alter. Alles okay? Alles im grünen Bereich. Oh Gott, das Geräusch. Runter wieder. Los. Oder rauf. Oh, es ist so. Es ist mir so zu blöde langsam. Nicht schon wieder. Das könnte heikel werden. Das kommt. Ein Leben, really. Ich hab doch einen Warp-Angriff gemacht, Mann. Immer schön. Alles klar? Danke. Einwandfrei, Konto.
Nicht mal zurück. Danke. Das ist doch nicht der Ernst, jetzt mal ehrlich. Ja. Ich habe keine Worte mehr dafür. Zeit wird man kritisch getroffen. Die ganze Zeit. Und hey! Abflug! Heile, heile sich! Otto, hör auf mit dem Unsinn! Leg los, Otto! Immer schön! Eine Schwachstelle! Ich schmeiß da alles weg, auf was ihr habt. Prompto, mach dich mal mit. Ich hab versagt! Kann ich übrigens wiederbeleben. Das war knapp. Also ich bin ehrlich, auch wenn ihr enttäuscht seid, ich mach das nicht mehr mit. Noch ein Job. Boah. Nee. Keine Lust mehr. Das ist mir echt zu blöd. Ist das kalt? Schlechtes Wetter. Ein Tunnel wäre jetzt schön. Also ich habe keine Worte mehr. Ich wollte ja eigentlich alle Quests machen und euch zeigen und so. Aber ehrlich gesagt, langsam habe ich gar keine Lust mehr darauf. Leute, das übernehmt ihr besser. Die Jagdsaison ist eröffnet. Ah, weg mit dem. Die ist leichte Beute. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir nicht. Ordentlich XP haben wir immerhin bekommen. Ich glaube, da das Refugium. Ja, keine Ahnung, wie wir verbleiben mit dem Dungeon. Also, ich weiß nicht mal, ob ich mir noch die Königswaffe holen möchte. Das nervt mich nur noch. Endlich sind wir da. Na, super. Zelten im Schlamm. Hör auf zu jammern und hilf mir lieber beim Aufbauen. Boah, keine Ahnung. Das ist ja wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt noch Epic Gewinn nehme, oder? Oh Gott, ob ich etwas EP gewinnen wäre hier? EP Gewinn 10%, das sind 20. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt noch wirkt, aber man kann es ja versuchen, ne? Aber schon zu verlieren. Ich glaube, 20% sind wahrscheinlich das meiste. Obwohl, hier steht Epic-Gewinn plus 50%, aber das können wir gerade nicht machen. Uns fehlen die Luxusschinken, schade. Ja, nö. War wieder gut. Cup-Nudels. Ach komm, wir nehmen die Cup-Nudels. Wenigstens etwas Gutes. Boah, ordentlich.
Wenigstens etwas Gutes aus dem blöden Dungeon. Boah. Krass. Oh, guten Morgen. Hab ich gut geschlafen? Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. Wir haben immerhin ein paar gute, nicht Artefakte, wie nennt man das? Ich gehe mal auf Aufgaben. Lass das Wasser erhalten und auch eine Waffe für Ignis. Von dem her beklagen kann ich mich eigentlich nicht, aber ich weiß nicht. Jede Quest, die wir anfangen, entweder die ist zu verbuggt oder man fängt ja den Fisch nicht, weil, keine Ahnung, will einfach nicht. Dungeons sind total kompliziert und ja, weiß nicht. Geht die eher auf den Keks, als dass es Spaß macht, die zu erforschen? Ich weiß nicht, momentan ein bisschen zwiegespalten. Also wir werden wahrscheinlich noch die Collab mit dem Final Fantasy XIV machen. Wir werden noch die Quests im Hauptmenü machen mit den mit Gladio, Prompto und Ignis, die so ein bisschen Teil von ihrer Story erzählen. Vielleicht noch ein paar andere Dinge. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich noch die FP voll bekommen, damit wir mindestens ein LP-Level abmachen können. Aber ich habe gar nicht mehr so Bock, alles zu vervollständigen. Es nervt mich momentan mehr, als mich erfreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich auch ein bisschen schade dünkt, aber was soll ich tun? Was wollte ich jetzt eigentlich? Let's go. 393? Das sollte doch reichen. Warte. Wenigstens ist etwas Gutes. Sind es die Statuswerte? Ja. Erhöht die LP aller Gefährten um das 10-fache ihrer jeweiligen Stufe, ersetzt gleiche Effekte in niedriger Stufe. Also wir machen es jetzt so. Einmal speichern. Einfach so zur Sicherheit, ne? Okay, gut. So, und jetzt gehen wir nochmal in Fertigkeiten rein. Statuswerte und dann hier. Das müsste das ja sein. Erhöht die LPLer Gefährten um das 10-fache ihrer jeweiligen Stufe, ist das gleiche Effekt in niedrigerer Stufe. Und sie haben jetzt so die 5000, 4000, 3000 und 4000 LP. Müsste jetzt rein theoretisch dann ziemlich weit oben sein. Das müsste jetzt ziemlich viel Leben haben, oder nicht? Ja. ...6000, 4000, 3000, 5000. Ja, ich glaube, die haben schon mehr bekommen. Immerhin etwas. Okay, Fertigkeiten. Aber noch 60 offen. Wollen wir damit noch was anfangen? Das ist natürlich auch cool. Sind alle etwas teurer. Und natürlich mehr FP bekommen, indem wir solche Sachen auch unterstützen. Ja, weiß nicht. Warte, Motos brauche ich sowieso nie. Oder sonst noch? Erhöht die Energiemenge, die mit dem Element absorbierte Waffen besiegten Gegner ziehen können. Erhöht die Magie aller Gefährten um ihre jeweilige Stufe. Wäre das vielleicht auch nützlich, wenn sie mehr Energie, Magie nutzen könnten? Wir kriegen eine ordentliche Menge LP, wenn die eigenen LP niedrig sind. Ah, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr FP. Aber hier genau gleich.
Eine Heilung. Nur die Angriffskraft eines Gefährten, der aus kritischem Zustand gerettet wurde. Nur die kritische Trefferkraft eines Gefährten, der aus kritischem Zustand gerettet wurde. Nur die Ausdauer zusätzlich. Nur die Angriffskraft, kritische Trefferrate. Natürlich auch nicht übel. Mandos? Nur so Schaden, wenn das bei den Angriffszielen selbst keinen Schaden nimmt. Was denn? Das Drücken von unmittelbar nach einem Gegenstreffer lässt Schaden im Nichts verpuffen. Okay. Wenn du das Imperium ist eine Stufe, das ist das gleiche Effekt niedrigere Stufe. Okay, ich glaube, wir müssen wieder bis 99 FP sparen, da können wir wieder solche Sachen nutzen. Ja, also mein Lieben, das war's von dieser Folge Final Fantasy 15. Wir haben den Küstenmarkturm erforscht, aber wir sind nicht zu dem Ergebnis gekommen, das ich gerne wollte. Wir haben immerhin Dinos Quest abgeschlossen. Wo haben wir's? Stein lassen Augen funkeln, das können wir ihm dann abgeben. Wahrscheinlich in der nächsten Folge, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal in den Küstenturm gehen werde und ich weiß auch nicht, was ich alles für Quests jetzt überhaupt noch abarbeiten werde. Wie gesagt, die wichtigsten, die Final Fantasy Collaboration und die drei Story-Abschnitte sozusagen, auf jeden Fall. Aber ich werde gucken, wie lang und intensiv ich noch Zeit in das Spiel investiere. Wir werden sehen. Nun denn, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Folge Final Fantasy 15 und ich sehe uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss. Home where the heart is.